Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder bei Sims 4 und ich wollte eigentlich gerade wieder reingehen und da habe ich jetzt gerade hier was aufgeplüppt bekommen. Zu viele Fehler. Der Boss von Jake ist eine ziemliche Diva. Doch die neueste Geschichte enthält einige gravierende Fehler. Soll Jake Überstunden machen, um sicherzustellen, dass alles korrigiert und perfekt ist? Oder einfach nur die offensichtlichsten Fehler korrigieren und Feierabend machen. Ja, er soll natürlich fleißig arbeiten. Ich meine, Boss ist eine Diva, ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber er soll auf jeden Fall fleißig arbeiten. Hoppala. Irgendwie bin ich da anscheinend drauf gekommen. Ansonsten. Wo ist Ruby denn überhaupt? Die müsste doch eigentlich. Ach, die geht jetzt gerade auch zur Arbeit. Oh nein. Ich habe wirklich an einer schlechten Stelle aufgehört, so wie es aussieht. Ruby hat heute. Ach nee, sie kommt gerade zurück. Ruby hat heute 132 Dollar mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie noch anscheinend irgendwas gelernt oder sowas, ich gerade nicht mehr lesen durfte. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ich stehe übrigens nicht auf Ruby, sondern auf ihre Tochter, habe ich gerade gesehen. Oh, da ist meine Süße ja wieder. Für Wolle scheren, genau. Nein, ausruhen kannst du dich später. Erstmal für Wolle scheren. Weil wir es lieben, wenn das kleine Schäflein, das kleine Lämmlein, geschoren wird. Oder gekrault wird. Oder damit gespielt wird. Oder sonst irgendetwas damit gemacht wird, weil es einfach nur süß ist. Ja. Ruby hat Informationen zum Thema weiße Wolle hinzugefügt. Oh, okay. 30 Dollar. Walter der Weiße wäre ein guter Name für einen Lama. Findest du nicht? Hatten wir das nicht schon? Oder war das in der Variante, die ich nicht spielen konnte? Dann kommt das jetzt aber sehr spät. Gewinnung. Schere ein weißes Lama. Verwendung. Reduziere die Kosten bestimmter Kreuzstichmuster. Kann außerdem beim Kreaturhüter in Bramblewood gegen Tierkleidung eingetauscht werden. Seltenheit gewöhnlich. Okay, und irgendwann diese Woche hat sie auch noch für den Pferdemist oder über den Pferdemist was gelernt. 15 Dollar Mist, der als Dünger empfohlen wird. Herstellung, Einsammeln von Pferdemist. Verbesserung, konsistentes Erfüllen der Bedürfnisse des Pferdes. Mist von gut versorgten Pferden ist mehr wert und bietet größere Vorteile. Ja, ich denke mal, das verhält sich ähnlich wie mit den glücklichen Kühen. Oder glückliche Tiere, also auch wenn Tiere geschlachtet werden, die aber vorher glücklich gelebt haben, dann haben die natürlich eine wesentlich bessere Qualität vom Fleisch her, als halt diese ganzen Zuchttiere, die nur gestresst waren ihr Leben lang. Verwendung, Düngen, um die Qualität von Gartenpflanzen zu verbessern. Ja, wir haben leider noch keine Gartenpflanzen, aber wir könnten uns eigentlich mal darum kümmern, dass wir mal welche anlegen. So, Ruby, ganz ehrlich, geh mal schlafen, weil du fällst mir hier sonst komplett aus den Socken. Unterdessen würde ich gerne, also sie war ja dran mit der Musik. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt mittlerweile leisten kann. Ach, ich muss erstmal gucken, wie ich hier draufdrücken kann. Objekte nach Funktion, Elektronik. Ja, eigentlich ist es Elektronik, oder? Aber anscheinend nicht. Audio. Was ist das denn hier? Alarm. Ach so, okay. Beleuchtung, Deko, Aktivitäten und Fähigkeiten. Achso, darunter war das. Ja, genau. Aber so, was ist das denn hier? Ach, das war das mit der Archäologie. Aber so ein Schachtisch wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Steigert ja auch die geistigen Fähigkeiten. Wobei Schach nicht besonders schwierig ist zu spielen, muss man jetzt auch dazu sagen. Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es recht einfach. Kessel der Exzellenz. Ich wollte gerade sagen, war das nicht diese Magier-Sache? Okay. Ja, aber davon nehmen wir jetzt erstmal. Ich wollte eigentlich nur so eine eine handelsübliche Gitarre haben, die mal eben unser halbes Budget auffrisst. Ja. Pfadfinder-Abzeichentafel. Ich meine, malen wäre natürlich auch nicht schlecht. Sie könnte auch Künstlerin werden. 600 ist ein bisschen günstiger, aber immer noch nicht. Ja, oder wir machen wirklich so eine Staffelei. Also eine Staffelei vielleicht für die Kleine. Das wäre ganz cool.
Das ist ungefähr so der Farbton, den sie hier haben, glaube ich. Die Staffelei, eigentlich würde ich hier draußen hinstellen. Aber dann hat sie natürlich nicht so das Motiv, was sie malen könnte, ne? Aber ich stelle es trotzdem mal mit da drunter. Dann sieht sie das direkt, wenn sie ins Kinderzimmer will. Weil wir haben ja leider immer noch nicht, immer noch keine Möglichkeit gehabt. Spaß 3, gitarrenfähig. Ach, das ist eine Geige. Ach, ich bin ja auch so doof. Und Singfähigkeit. Ja gut, singen. Obwohl, sie könnte ja auch singen und Klavier spielen, ne? Ach so, Klavier kann man... Oh ja, man kann ein Klavier kaufen. Aber der Flügel kostet 1400. Das hatten wir eben noch, aber jetzt nicht mehr. Kühlschrankhäschen, Bluesgitarre. Ja. Sagen wir aber nichts zu. Schreinertisch wäre vielleicht für ihn ganz interessant. Aber ich würde sagen, wir nehmen noch eine Gitarre dazu. Das wäre jetzt so mehr die Standardfarbe. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen edler, so ein bisschen eine Gitarre. Die Gitarre würde ich dann gerne... da habe ich nichts stehen, glaube ich, an der Wand, oder? Und da müsste man eigentlich so auch dran vorbei können, hoffe ich zumindest. Ja, Kratzbaum und so weiter haben wir ja. Ich weiß immer noch nicht, warum die Katze eigentlich nicht hier in den Kratzbaum reingeht zum Schlafen. Oh, was ist jetzt los? Ach so, ist vorgespult, weil sie sich hingelegt hat. Ja, ja, klar, kann ich verstehen. Okay, die Tochter ist zurück. Lea, meine Liebe. Das Erste, was du jetzt machen wirst. Nee, das Erste, was du machen wirst, ist erstmal duschen, würde ich sagen. So wie die aussieht. Doch, 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 du kommst in die Dusche. Brauchst dich nicht zu beschweren. So, wir können das ja mal ein bisschen vorlaufen lassen hier. Und nach der Dusche... Nee, nicht im Inventar platzieren. Bist du denn mit Sugar hier? Moment. Hä? Hä? Muss ich jetzt hier noch ein Gemälde kaufen? Was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Moment. Staffelei. Gemäldequalität abseits des Netzes funktionstüchtig, was logisch ist. Aber das ist doch das, was wir jetzt hier haben. Das ist doch die Staffelei, die wir eben geholt haben. Wieso kann ich damit nichts machen? Geht das nur, wenn die Sims das selbst... Oh, guck mal, wie niedlich. Knuffel ist hier. Die ist sehr glücklich. Die ist sauber. Die ist satt. Warum die satt ist, weiß ich nicht genau. Aber normalerweise hat die gar nichts zu fressen. Aber naja. Heuraufe. Auffüllen. War das aufgefüllt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Aber wir sollten das auf jeden Fall nochmal auffüllen. Nee, die ist das ja sowieso noch nicht. Die wird doch nur mit der Flasche großgezogen. Ach, ich bin ja auch so doof. Errungenschaft, die ganze Nacht. Was? Ein Sims. 24 Stunden am Stück wach halten. Ach so, nee, das ist keine Errungenschaft. Das sollen wir machen. Wie soll ich das denn bitte machen? Die legen sich doch schon automatisch hin. Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit ihr eigentlich? Wie weit? Wir sind noch nicht so wirklich hoch von der Energie. Es tut mir leid, Kleine, aber... Wieso kann ich da nicht... Hallo? Hallo? Warum darf ich nicht sagen, dass die hier aufräumen soll? Was soll das? Weil sie ein Kind ist oder was? Die ist doch sonst auch immer am Aufräumen. Wieso höre ich die Katze? Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich sehe, wie sich hier das Lämmchen bewegt. Und ich höre hier die Katze. Was ist mit der eigentlich los? Die rennt jetzt hier gerade einfach weg. Naja, gut. Was ist mit dir? Du sollst das einmal auffüllen. Jetzt. Was machst du hier wieder? Du sollst nicht am Handy rumspielen? Du sollst... du könntest theoretisch ein bisschen am PC rumspielen, aber du sollst eigentlich mit der Staffelei was machen. Wieso kann ich ja mit der Staffelei jetzt nichts machen? Gut, sag mir aber nicht, die ist jetzt für Erwachsene.
Ich meine, das ist die gleiche Stoffelei, die ich immer benutzt habe. Und da sind die Kinder halt auch dran gewesen. Moment, guck mal. Papa ist gerade bei der Arbeit. Dann könntest du hier Kunst durchsuchen. Könntest du hier erstmal ein Spiel spielen. Sim Clinch. Ja, genau. Nee, Sims Forever. Komm, du spielst jetzt Sims Forever. Lea. Wir müssen noch mal reden. Über die Lotterie beschweren. Wie über die Lotterie beschweren? Über Win sprechen. Wieso kann ich die jetzt nicht ausmeckern, weil sie Unfug gemacht hat? Ja, dann brauche ich es auch gar nicht erst zu wecken, ganz ehrlich. Mal gucken, was spielst du denn hier für ein schönes Spiel? Die liegen da alle einfach so am Strand rum, oder was? Ah, jetzt machen sie Party. Cool. Was war das, bitte? Sie ist konzentriert. Ja, nee, ist klar. Sie spielt hier am PC und hört nebenbei Musik, aber sie ist konzentriert. Wotan hat Hunger. Moment. Dann friss doch. Tier zum Essen rufen. Komm. Oh, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, das war das Falsche. Wieso kann ich sie jetzt nicht zum Essen? Hallo? Wieso kann nur die Kleine ihn zum Essen rufen? Sag mal. Nee, jetzt kann sie es auch nicht mehr. Hä? Also es wird immer skurriler irgendwie. Ich weiß auch nicht. Warum konnte ich hier gerade noch draufdrücken zum Essen rufen? Dann habe ich das logischerweise gelöscht. Und jetzt kann ich hier nur noch einen Zeitplan festlegen. Flauschi muss versorgt werden. Flauschi mit der Flasche füttern. Genau, das müssen wir auch noch machen. Na komm, wir müssen Flauschi versorgen. Beeil dich mal ein bisschen. Das arme Kind, wollte ich gerade sagen. Das arme Tier hat ja Hunger. Ja, das ist super. Nein, sie soll jetzt keine Musik hören. Streichel doch mal deinen Hund. Du musst auch mal was anderes machen. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil. Lebensstile pro Tag. Hä? Jake hat die tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Muss ich das jetzt verstehen? Hallo? Wovon reden die da jetzt? Ich kann es auch nicht aufklappen oder so, dass da jetzt irgendwas anderes kommt. Komm, du musst ihn auch mal bürsten. Du musst dich auch mal ein bisschen darum kümmern, dass der Hund wirklich, ne? Jake wurde befördert zum Blogger. Er verdient jetzt 7 € mehr pro Stunde. Also insgesamt 32 Dollar. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 407 Dollar Steinzeitprofessor, was auch immer das heißen mag. Aber er verdient mehr. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist auch müde. Ja, ich glaube, ihn interessiert das nicht mehr, wenn die Kleine hier am Spielen ist. Er ist müde, aber das Einzige, was er im Kopf hat, ist erstmal zu tanzen. Ja. Kein Thema. Komm, wir werden jetzt hier mal ein bisschen. Nein, wir werden jetzt üben. Du hast erst deine Energielinie auf Gold, wollte ich schon sagen. Auf Gelb. Das ist nicht schlimm genug. Okay, das müssen wir tatsächlich nochmal so ein bisschen üben. La, 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 Wir treffen heute nur die schiefen Töne. Ich glaube, Jake hat das Ganze irgendwie wachgehalten, so wie es aussieht. Lea hat wie Level 2 der Videospielfähigkeit erhalten. Okay, ja. Ob ich das gut finden soll, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, sie sollte sich ja zumindest mal so ein bisschen, ne, entspannen. Ja, wenn im Hintergrund nicht diese lästige Musik wäre, dann wäre das ganz toll.
weil sie freut sich darüber. Sie freut sich sichtlich darüber, wie toll sie das macht und dass sie wirklich gut ist beim Üben. Und manchmal erschreckt sie sich auch darüber, wie toll sie ist. Oder einfach nur darüber, wie scheiße sie spielt. Das kann natürlich auch sein. Das ist nur so eine Vermutung. So, wie sieht's denn bei ihm aus? Wir müssen mal von dieser Seite aus gucken. Naja, das mit dem Tanzen, das ist noch so ein bisschen bedürftig, würde ich sagen, ne? Noch so ein bisschen. Aber ich sehe gerade was anderes. Ich habe hier Wasser. Ich habe hier auch Wasser, ich Idiot. Habe ich das echt zweimal geholt? Na gut, ist aber nicht schlimm. Wo ist denn das Pferd eigentlich? Moment, er möchte sich ja nicht hinlegen. Das heißt, er kann, bevor er sich hinlegt, den Stellplatz nochmal eben säubern. Ne, Jake? Du wolltest dich ja nicht hinlegen. Dann musste halt jetzt in den sauren Apfel beißen. Der Hund ist schon wieder den Kamin am Anbellen. Der hat wirklich nichts anderes zu tun. Ich meine, es ist ein Boxer. Ich könnte noch verstehen, wenn er den ganzen Tag faul auf der Haut rumliegen würde. Aber den ganzen Tag vor diesen Kamin zu legen. Vielleicht hat er sich auch in den Kamin verliebt. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ja. So, mein Freund. Das ist mir egal. Das ist immer noch schmutzig. Säuber den Stellplatz. Du wolltest das Pferd haben. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also musst du dich auch darum kümmern, dass es... Das ist immer noch leicht schmutzig. Was soll denn das? Jetzt kommt das Pferd aber trotzdem schon mal nach hier. Warum? Was macht er denn jetzt? Er hört Black Willow zu. Ja, das ist natürlich schön. Aber Black Willow findet das irgendwie nicht so toll. Stellplatz. Man könnte doch einen Pfleger irgendwie holen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, man konnte irgendwie einen Pfleger bestellen, der sich dann darum kümmert. Aber wer reinigt das denn jetzt hier? Sie fühlt sich unwohl. Ja, tut mir leid. Irgendjemand muss hier mal den Stellplatz säubern. Sie ist immer noch am Üben. Ich würde sagen, wir überspringen das Ganze mal so ein bisschen. Oh ja. In doppelter Geschwindigkeit. Ich glaube, es ist die doppelte. Hört sich das noch besser an. Dung, 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 dung. Und die Katze singt mit. Ist das nicht schön? Eine ausgeglichene Mahlzeit. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann. Aber ein anderer meinte, davon würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt nur in der Folge hatte, die ich leider nur mit Ton aufgenommen habe. Aber Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Danke für den Rat. Der Rat von Jake hat die Charakterwerte von Lea beeinflusst. Ihre emotionale Kontrolle sinkt. Ja, natürlich ist ein Teenager. Die haben keine emotionale Kontrolle, könnte man meinen. Und die Manieren steigen aber. Das ist schon mal wenigstens etwas Schönes. Er liest jetzt ein Buch. Ich müsste überhaupt mal... Lea, hallo. Ich wollte jetzt eigentlich... Ich wollte dir jetzt eigentlich nicht dabei zuschauen, wie du auf Toilette gehst. Sondern ich wollte eigentlich dabei zuschauen... Ja, ich weiß, du musst auch auf Toilette, aber wenn du so lange brauchst... Hallo, du sollst den... Warum machen die den Stellplatz jetzt wieder nicht sauber? Kann das daran liegen? Das ist jetzt nur so ein Gedanke. Vielleicht wisst ihr da genaueres drüber, weil ehrlich gesagt, es ist zu lange her, dass ich Sims das letzte Mal gespielt habe. Ich wusste das alles mal, aber... Naja, kann es sein, dass wenn ihre Bedürfnisse zu sehr sinken... Dass die dann sowas hier zum Beispiel nicht mehr machen, die Stellplatz säubern. Weil sie hat nur rumgemotzt. Ich will jetzt aber den Stellplatz nicht säubern, mir geht's nicht gut, bla bla bla. Und dann ist die abgehauen. Oh, wie süß. Flauschi liegt da und ist am Schlafen, während er... Tritt bloß nicht auf sie drauf. Der haut der einfach voll durchs Gesicht. Okay.
So, sie fühlt sich unwohl, aber sie soll noch mal eben aufräumen, weil klar, sie fühlt sich noch unwohler, wenn der ganze Kram jetzt hier drin steht. Also muss das Zeug weg. Da ist ein Mülleimer, da kannst du es reintun. So, und dann kannst du dir mal eben eine schnelle Mahlzeit machen. Blaue Milch? Bitte? Oh Gott, ja, also von dem Kram würde ich sagen, macht sie sich mal schnell ein Erdnussbutter-Sandwich. Ich glaube, das geht am schnellsten. Ich weiß, die Energie ist eigentlich weiter runter als das Essen, aber man soll nie hungrig ins Bett gehen. Und es ist schon mitten in der Nacht und sie muss ja eigentlich wieder weiter arbeiten gehen. Wieso liegen die Bücher eigentlich immer noch hier? Ungebändigter Verrat am Herzen. Achso, ich dachte gerade, er geht jetzt mitten in der Nacht arbeiten. Pudding im Orbit. Ein Sachbuch, wohl bemerkt. Und der Herde Schaukeln von L.E.E. Topkin. Wobei, was ich seltsam finde, Kinder und Fantasy. Also Fantasy, klar, aber Kinder? Naja. Jake, was machst denn du hier schon wieder? Wo willst denn du hin? Du sollst eigentlich schlafen. Ah ja, er geht auch ins Bett. Okay, dann ist es gut. So, sie hat keinen Hunger mehr. Macht auch von selber sauber. Das finde ich sehr, sehr nett und sehr, sehr schön. So gehört das. Immer sauber machen. Geht sie selbst ins Bett? Sie geht selber ins Bett. Sehr schön. Ja, dann können wir nämlich hier schon mal uns darauf einstellen, dass das jetzt ja sehr schnell laufen wird. Die Lotterie war grauenhaft. Der Feiertag, die Lotterie hat den Erwartungen von Ruby nicht entsprochen. Sie hat zu wenige Traditionen befolgt, die sie mag. Vielleicht nächstes Jahr. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Ich weiß, hier oben links war irgendwas mit Lotterie, aber ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Was ist mit Jake? Ist der jetzt gerade? Der räumt auf? Wo will der denn aufräumen? Der Junge hat keine Energie und steht nachts um 1:30 auf, um den Kram hier weg. Willst du mich eigentlich veräppeln? Ist der irgendwie, hat der einen Albtraum gehabt, dass aus dem Zeug, was die da verstreut hat, was er ja gar nicht wusste? Warum steht sie denn jetzt eigentlich hier, wenn sie müde ist? Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. So, Stellplatz säubern. Mal gucken. Wahrscheinlich meckert sie jetzt wieder und lässt es dann einfach sein. Ne, ein bisschen was macht sie. Aber wieder nicht so viel, dass es dann auch wirklich sauber ist. Ja, war klar. Jake, was ist mit dir? Kannst du auch nochmal einen Stellplatz säubern? So, pass auf, Mädel. Ruby? Achso, das wollte ich ja testen. Ja, sie kann malen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wieso kann die Kleine nicht darauf malen? Vielleicht. Hallo? Kann man das ausmachen hier? Nee, ich will nicht tanzen, ich will es ausschalten. So. Genau. Sie. Die linke Seite ist aber gehört jemand anderen. Geh auf deine Seite. Sonst meckert er gleich wieder von wegen. Ich kann nicht ins Bett, die liegt auf meiner Seite. So, ja, da müssen wir mit ihr mal ein bisschen gucken, dass sie dann doch auch in den künstlerischen Bereich ein bisschen reingeht. Was macht der denn? Black Willow zuhören. Hat das Pferd ihn gerade gerufen? Oder was ist hier los? Oh, der Stellplatz ist mal sauber. Ja, geil. Hagavor. Ah. Er wollte Black Willow nur noch eben gute Nacht sagen. Das ist doch schön. Das ist super. Und er kriegt jetzt von uns die Anweisung, sich nach links zu legen, weil das sonst wieder nichts wird hier. Also wenn die da selber auf ihre Wünsche achten, scheint das irgendwie ein bisschen kompliziert zu sein. Ich weiß auch nicht. Ach so, wir haben ja auch wieder Geld jetzt. Moment, dann schauen wir doch noch mal eben nach. Dann guckt man nämlich noch mal kurz bei Kindern. Kinderaktivitäten. Da ist aber keine eigene Staffelei dabei. Ich weiß aber 200%ig, dass ich in den anderen Let's Plays, die ich gemacht habe, definitiv mit dem
kleinen Mädchen, also hier so Teenager-Alter. Ah, Schreibfähigkeit, Kreativität. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Aber können wir das bei ihr irgendwo hinlegen? Das ist jetzt die Frage. 28. Wunderkind Geige. Kindergeige Amateur. Puppentheater. Naja, Geige könnte sie auch lernen. Dann wird sie halt musikalisch und die Mutter kann ja nebenbei noch auf der Gitarre ein bisschen was machen. Das wäre ja nicht das Problem. Das ist Nachwuchs. Ach so, Nachwuchszauber für Kinder oder was? Das ist auch nicht schlecht. Was sind das hier für Kisten? Schulprojekt Sonnensystem. Ah, okay, doch, die habe ich auch schon mal gehabt. Planschbecken mit dem Fischen. Ja gut, Kleinkinder, ne? Kleinkinder brauchen wir nicht. Kreativkunsttisch Mutter Erde. Das ist ein anderer Kreativtisch. Oh Gott. Aber sie hat auf jeden Fall so einen Wissenschaftsdrang, ne? Sie war ja da am Experimentieren. Das ist schon. Aber hier steht, hilft den Kleinen. Unterstützt Kinder. Kann sie das denn noch machen oder kann sie das nicht mehr machen? Das ist die große Frage. Kreativkunsttisch Jahreszeiten. Gibt den Kindern ein Thema zum Zeichnen, das zum Feiertag oder Jahreszeit passt. Das kenne ich noch nicht. Aber das sollten wir mal beherzigen. Die Frage ist nur, wo stellen wir das jetzt bei ihr hin? Wir stellen es einfach mal so mitten in den Raum rein. Wir müssen echt, also ich stelle das mal dahin, damit ich weiß, wie viel das kostet. Wir müssen echt dringend gucken, dass wir hier vielleicht hier oben drauf bauen. Dafür müsste das dann aber noch weg. Querschnittansicht. Moment. Bauen. Außenleisten. Das ist nur das Dach selber. Dachleisten. Ja, ich würde. Ach so. Nee, kann ich schon bauen, ohne eine Treppe eingebaut zu haben? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber mein Gedanke ist jetzt eigentlich, dass ich hier unten die Küche reinmachen könnte. Oder einfach die Küche weiter nach rechts erweitern. Das würde auch gehen. Obwohl, das wäre auch doof, wenn ich die Küche hier machen würde. Und dann über die Küche vielleicht so eine Treppe nach oben. Das könnte man eventuell machen. Treppen und Leitern. Wie teuer sind die? Ist jetzt nicht so. Ich weiß nicht, welche Farbe da jetzt vielleicht am besten drauf passen würde. Ist beides. Aber die sieht so ein bisschen künstlich aus hier, finde ich. Gibt es die auch in dunkler? Das würde, glaube ich, eher hier reinpassen. Man kann die anscheinend. Nicht. Doch, Moment, hier geht's. Und da geht's. Wieso geht das hier nicht? Wahrscheinlich, weil das da drüber gebaut ist, oder? Dass wir das vorher erstmal wegbauen müssen. Nein. Ach, ich wollte das doch eigentlich rauslöschen. Wo ist das denn hier? Planieren hört sich immer komisch an. Grundstück planieren. Gelände. Ach so, nee, planieren will ich nicht. Ich will das entfernen hier. So, zack. Dann würde das nämlich auch gehen. Jetzt ist die Frage. Wie ich das jetzt am besten mache. Kann ich das Ganze nehmen? Und einfach so nach oben stellen. Das ist die große Frage. So wie es aussieht, nehme ich nicht. Ach so, weil ich nicht genug Geld habe. Wieso muss ich dann so viel Geld haben, nur damit ich das hier oben. Da könnte ich das machen, weil dann der Kamin weggeht, oder was? Okay.
Also wir brauchen erstmal, oh, was habe ich jetzt gemacht? Wir brauchen erstmal genug Geld. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Für die Treppe, ja gut, da brauchen wir jetzt nur 8 eigentlich für, ne? Was ist denn? Das sieht zwar für den Übergang jetzt natürlich ein bisschen blöd aus, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Aber was ist denn, wenn wir jetzt tatsächlich... Ich kann die ja nicht drehen hier gerade. Warum habe ich dieses Planieren eigentlich hier oben noch drin? Nee. Ups, das war ein Screenshot. Ich kann es gerade tatsächlich nicht drehen. Warum ich nicht drehen kann, ich habe keine Ahnung. Ja, dann lassen wir das auch. Dann machen wir das erstmal noch nicht, würde ich sagen. Oh, ich will hier... Mensch. So. So, also, wir brauchen mehr Geld, obwohl ich das nicht so ganz verstehe. Weil wir haben 7,26 und wir brauchen mehr Geld, damit wir das Ganze nach oben stellen können. Lea, was machst du da gerade? Weil du Hunger hast, oder was? Nee, was machst du denn jetzt hier? Ach so, Grundschule besuchen. Jetzt geht sie hungrig zur Grundschule, weil sie verpennt hat, oder was? Ja, super. Das ist natürlich... Oh, kümmere sich doch mal einer um das arme kleine Tier hier. Wo ist es denn hin? Moment, Moment, normales Tempo. Flauschi versorgen, bitte. Oh, der Liebestag beginnt morgen. Oh, das ist doch schön. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Aber da müssen wir natürlich mitmachen. Du geh erstmal raus hier. Nein, noch nicht zur Arbeit. Ach so. Nein, ich bin nicht dafür, dass sie das tun sollte. Oh, ist das jetzt euer Ernst hier? Dann steig du mal eben aus deinem Bett raus. Du musst dich darum kümmern. Wir müssen Flauschi versorgen. Scheiß drauf, dass du auf Toilette musst. Du musst Flauschi versorgen. Oh, guck mal, Melodie. Oh, das habe ich, glaube ich, da die gesehen. Ist das wegen dem Liebestag? Kann das auch Katzen betreffen? Oh, ist das süß. Oder sie bedürft jetzt, also sie ruft jetzt nach Aufmerksamkeit. Das kann natürlich auch sein. So Katzen muss man ja zum Glück nicht waschen oder sonst irgendwas. Da braucht man sich nicht drum zu kümmern. Nur mit dem Hund müssen wir mal gucken. Ich meine, er hält sich normalerweise auch selber sauber. Wenn der jetzt natürlich den ganzen Tag irgendwo draußen ist und die Pfoten da voller Matsch sind, ne, dann ist das wieder was anderes. So, Flauschi. Du musst nochmal geschoren werden. Was macht der denn jetzt schon wieder? Guck nicht so doof, mach das einfach. So. Ich glaube, er hat Angst vor Ameisen. Ich glaube, das hieß das gerade. Und er denkt an Tintenfisch, wenn er Wolle schert. Na gut. Warum nicht? Dann müssen wir die Kleine natürlich auch nochmal kurz füttern. Ja, fütter das Tier, danach kannst du dich um dich selber kümmern. Fütter das Tier, du Blödmann. Dreh dich um und fütter das Schaf. Ich komme hier gleich mit dem Nudelholz. Oh, die ist so süß, die Katze. Ist die voll verzückt vor Liebe jetzt hier gerade am Singen oder was macht die? Oder ist sie rollig? Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, nachher kriegen wir Katzenbabys. Oha. Ja, ja, geh doch einfach auf Toilette. Geht der jetzt auf Toilette? Sieht so aus, ne? Obwohl ja der Rest... Ach nee, Moment, die Blase. Ja, ja, ich hatte die Hygiene jetzt gerade im Kopf. Was ist denn mit der Katze? Wieso kann ich mir da die Bedürfnisse eigentlich nicht anzeigen lassen? Das finde ich doof. Weil dann ja immer nur seine Bedürfnisse hier kommen. Beziehungen, Moment. Die Liebe geht ein bisschen zurück, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen uns ein bisschen mehr um unsere eigene Frau kümmern. So geht das nicht. Ruby ist, glaube ich, gerade von der Arbeit gekommen, ne? Schatzi,
Du stinkst, weil du noch nicht duschen warst, aber ich möchte mich mit dir um Dinge positiv sehen. Genau. Oh ja, Flauschi wird erstmal begrüßt. Nee, erstmal. Ach so, sie hat das noch drin. Ups. Ja. Jake überprüfen, genau. Nein, wir knuddeln den erstmal. Wir müssen uns doch um unsere Beziehung kümmern. Komm, Schatzi, lass dich umarmen. Ah, du stinkst, aber ich liebe dich trotzdem. Wange streicheln. Ist mir egal, ob du Hunger hast. Mach das, was ich sage. Er findet's gut, auf jeden Fall. Nochmal küssen. Ich weiß, er stinkt. Schluck den Würgereflex einfach runter. So. Schlüpfrige Frage stellen, genau. Aber er kommt so schwul rüber irgendwie. Was soll ich? Er ist irgendwie so komisch so in seiner Reaktion. Keine Ahnung. Verführerisch flüstern. So. Flirten. Ich möchte nochmal die ewige Liebe erklären. Küssen. Okay, küssen kommt noch als letztes. Ah. Die beiden sind glücklich. Und mit dieser Szene werde ich jetzt auch... Sie muss sich nochmal kurz umziehen vorher, weil das sieht schlimm aus. Ich weiß nicht, warum sie immer die anderen Klamotten anzieht. Mit dieser Szene werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Und wir haben jetzt diesmal ein schönes, gutes Gefühl, wenn wir rausgehen. Und dann gucken wir mal, wie wir das dann hinkriegen. Vielleicht mache ich das auch offline oder so, dass ich immer ein bisschen rumwerkel. Ich weiß es noch nicht so genau. Das wäre das Kinderzimmer. Das wäre jetzt meine Intention, die ich jetzt hätte, dass wir das nach oben legen, um die Küche halt ein bisschen zu vergrößern und da auch wirklich mal eine Ecke zu machen, wo sie sich auch hinsetzen können und so. Und damit sie oben vielleicht dann auch mal so ein bisschen ein Spielzimmer oder sowas haben. Also sie sollen ein etwas größeres Zimmer kriegen, so die Hälfte vielleicht von dem Raum hier, also oben. Und die andere Hälfte so ein Hobbyzimmer sozusagen. Hat er denn wenigstens was Vernünftiges zu essen gemacht? Wir müssen mal kurz die Qualität hier überprüfen. Eine ausgezeichnete Qualität hat er gemacht. Oh, vegetarisch und laktosefrei. Ein Gartensalat. Und was macht sie? Sie nimmt sich einfach... Nee, ich will das nicht aufräumen. Sie nimmt sich einfach einen Joghurt raus, um den zu essen. Na gut. Lea ist auch wieder aus der Schule. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Na gut. Lassen wir mal so stehen. Wir machen jetzt hier einfach mal eine kleine Pause auch rein, damit hier nichts mehr passieren kann. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.